Seid ihr herzlich willkommen. Ein Wunder geschieht. Ein Orakel. Hier sehen wir, dass alles hängt in Luft bei dir gerade. Manchmal hast du sogar das Gefühl, du verlierst den Boden unter deinen Füßen. Kann auch sein, dass diese Haltung, diese Stimmung nicht dich betrifft, sondern dein Seelenpartner. Etwas hält euch hier noch in die Enge. Und es ist momentan sehr, sehr schwierig, klare Entscheidungen zu treffen, miteinander offen zum Reden. Hier ist auch diese Unsicherheit. Es hängt alles in Luft. Man kann nicht einschätzen, was dann kommt nach diesem Gespräch. Oder ist hier die Angst, dass hier ein Angriff kommt, dass du vielleicht widersprichst oder jemand beobachtet ihn und kommen diese großen Herausforderungen und er kämpft und kämpft und kämpft. Bei dieser ganzen Situation empfindet er noch zusätzlich etwas ungerecht. Hier sehen wir die Münzen. Das kann bedeuten, dass jemand versucht, ihn finanziell schaden, ihn ausnützen. Oder wenn das um Geld geht, handelt es sich oft um Beruf, Berufung. Und in diesem Gebiet hat er auch eine große Herausforderung, weil etwas empfindet er als ungerecht. Aber er wird mutig sein, macht einen großen Sprung nach vorne. Und das bedeutet schon, die Pläne, die Ideen, und das möchte er verwirklichen. Also, er will eine Zukunft, eine bessere Zukunft. Kann natürlich auch deine Lebenssituation auch sein. Angriffe von außen, Ungerechtigkeiten im Arbeitsplatz. Und du möchtest dich beweisen, du möchtest etwas in Bewegung setzen, ein großer Sprung nach vorne. Aber du schaust noch nach hinten, was hast du hinter dir gelassen, war diese Entscheidung wirklich richtig für dich oder beschreibt seine Haltung. Was dieser Mann betrifft, herrscht über diesem Kelch. Und das symbolisiert seinen Gefühlen. Also ihm ist es bewusst, was er für dich fühlt. Und er wird auch handeln. Da sehen wir hier schon die Bewegung. Aber im Augenblick ist noch in einer abwartenden Position, bis er die Gefühle zeigt. Du bist ein bisschen unsicher. Soll ich nicht? Soll ich mit ihm sprechen? Oder kommt er wieder, meldet er sich? Hier handelt es sich auch um die Kommunikation oder etwas klären. Aber weil er hier sitzt und wartet noch, genau das macht dich ein bisschen unsicher. Und die Wunder ist und wird Wunder geschehen. Er bleibt nicht lange in dieser Warteposition, sondern hier kommt ein großer Sprung. Und er möchte über die Gefühle sprechen. Immerhin ist er hier der König und herrscht über die Gefühle. Und was euch beide betrifft, die Zahl 2, du und er, also handelt es sich um euch beiden. Hier kommen klärende Gespräche. Sei nicht unsicher, er hält es nicht lange aus und öffnet sich, kommt und wird über Gefühle sprechen. Was noch in die Schwebe ist, das ist die Finanzen oder die berufliche Situation. Da gibt es noch Einschränkungen oder noch eine Herausforderung. Vielleicht eine berufliche Veränderung wäre die Lösung. Und ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.